Was geht ab, ihr ganz Schnittchen? Willkommen zu 50 now. Fragen zu Videospielen. Heute mit allen aus dem Team Speaker. Team Speaker. Team Speak? Nice. Warum haben wir unseren Channel nicht so genannt? Team Speak. Oh Mann, ey. 50 Fragen dabei. Für eine richtige Antwort gibt es 4 Punkte. Für eine falsche kriegen alle anderen einen. Man kann so oft drücken, wie man möchte. Und auch jederzeit. Aber dann würde ich halt zu dem Zeitpunkt die Frage nicht weiter vorlesen. Ja, und danach halt wieder neu anfangen. Frage 1. In welchem Spiel von Giant Squid Studios und 505 Games schwimmen wir mit einem Taucher durch eine farbenfrohe Unterwasserwelt? Christian. Abzu. Ist richtig gewesen. Geil. Sehr gut. Alter, wie bist du denn da drauf? Ich hätte jetzt Subnautica gesagt. Das ist das einzige Spiel, wo ich jetzt dachte, kann man nur rumschwimmen. Ja. Das habe ich auch durchgespielt. Habe ich noch nie was von gehört. Da soll bald ein anderer Teil rauskommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es von den gleichen Herstellern ist, aber wo du auch quasi mit Delfinen und Walen und so einfach noch... Ja, heißt dann an, auf. Ich hab noch nie gehört, das Spiel. Alter. Okay, gehen wir zu Frage 2. Mit welchem Cheat, wird in Age of Empires der Nebel des Krieges entfernt? Ach, kacke. Ich hab leider nie gecheatet in Age of Empires. Ich hab mir immer die Autos geholt. Ja, immer diese Superkämpfer. Die Cobra musstest du doch cheaten. Cheater haben kleine Schwänze. Ah, das war doch kein Cheat, Peter. Nee, das war für einen Spaß, war das. In welchem Cheat wird denn der Nebel des Krieges entfernt? Also mit dem Trainer, die Aliens spawnen und sowas. War das immer Control 2? Alter, keine Ahnung. Niemand? Dann schließt sich die Frage in 5, 4, 3, No Fog. Alt. 1. Und ich schließe die Frage und es wäre No Fog gewesen. Ja. Oh krass, das so war super ernst. Das war heftig. Okay, Frage 3. Was muss der Spieler an Alan Wake machen, bevor er die Schattenkreaturen mit Waffen angreifen kann? Peter. Onanieren. Der muss die erst der muss die mit seiner Taschenlampe anleuchten. Belastend. Ich glaube, Peter ist der Einzige, der das Spiel gespielt hat. Nee, hab ich nicht gespielt. Hab nie gespielt. Frage 4. In welche Stadt führt das Add-on zu Anno 1404? What the fuck? Sepp. Venedig? Nice. Das stimmt, jetzt Venice. Wo du das sagst. Das heißt doch Venedig. Okay, oder? Ich werde auf 0 Punkten bleiben, wenn das so weitergeht. Ach, gleich kommt die FIFA-Frage. Ja. Welchen berühmten Maler trifft der Spieler während der Mission einen Freund der Familie in Assassin's Creed 2? Sepp. Leonardo da Vinci. Auch richtig. Habe ich letztens noch gespielt, die Remastered-Version. Na cool. Frage 6. Mit welchem Protokoll springt Bruce Wayne am Ende von Arkham Knight sein Anwesen in die Luft? Oh. Hat, mit was? Mit Vorder welchem 66. Protokoll springt ja, ohne Bruce Scheiß. Wayne am Ende von Arkham Knight sein Anwesen in die Luft? Voll der Spoiler, Alter. Ich habe Arkham Knight durchgespielt. Protokollsprengung. Zündung vielleicht. Ja. Okay, schließt die Frage aus. Nee. In 5, 4, 3, 2, 1. Frage geschlossen. Mit dem Nightfall-Protokoll. Klar. Ich glaube, der Zündung. Mit K oder ohne? Zündung-Dude ist auch. Der Knicktfall. Okay. Frage. Oh, Scheiße, sind nicht nummeriert. 6, 7. Die nächste. Mit welchem Kommando in Bioshock 1 werden Jacks Handlungen manipulativ kontrolliert? Oh, das müsste ich wissen, auch wenn ich das nicht wirklich gespielt habe. Mit welchem Kommando in Bioshock 1 werden Jacks Handlungen manipulativ kontrolliert? Peter. Would you kindly? Oh. Als ob. Das ist einer der größten Twists der Videospielgeschichte, auch wenn ich das nie erlebt habe. Wärst du so freundlich, wär's im Deutschen? Ich hab's tatsächlich durchgespielt, aber keine Ahnung, Alter. Okay, die nächste Frage. Wie nennt man den Grafikstil des Borderlands-Spiels im Fachbegriff? Peter. Oh, fuck. Cell-Shading. Das ist auch richtig. Das hätte man wissen können. Frage... Next. In welchem Land spielt Bully die Ehrenrunde? Peter. What? England. Chris. Punkt! USA. Dammit. Das ist richtig. Genauer, also genau in New England, USA.
Ah, ist ja schon nah dran. Das ist Bully. Bully ist ein saugeiles Spiel. Das ist ein Rockstar-Game, Junge. Das kenne ich aber auch irgendwie das nicht. Das war richtig cool. Ach, das ist ein Spiel. Ach, das ist diese Tasche. Das ist jetzt ein Ingame-Charakter. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du morgens zum Unterricht gehst und diese in so Minispielen quasi Chemie machst und so ein Kram oder ob du halt andere Spieler, andere Mitschüler auf den Sack gehst. Ja. What the fuck? Das habe ich bei Hand auf Blatt gesehen. Das war ganz witzig. Frage 10. Wer erschießt Ghost in Modern Warfare 2? Alter, wer kann sich denn irgendwann aus diesem Story, aus diesen Kampagnen merken? Vor allem die ganzen Namen wer von denen. Wer erschießt Ghost in Modern Warfare 2? Brauchst du einen Namen oder reicht der Bösewicht? Ich würde schon gerne einen Namen. Der mit der Knarre. Der mit der Knarre reicht mir nicht. Warte mal, Soap McTavish oder Captain Price kenne ich noch? Ja, ich kenne auch noch. Ich sogar einer von den Captain Price. Captain Price, ja. Ey, probier das einfach mal. Ja. Das war Captain Price, Junge. Als ob. Moment. Müssen wir mal ganz kurz mal was angucken hier. Ne, ich glaube, vielleicht hat er einen Böse. Doppelnamen. Aber. Ja, genau, vielleicht hat er noch einen Doppelnamen und so, aber ne. Man selbst. Man selbst? Nee. Nice try, aber. Okay, dann schließe ich die Frage in 5. 4, 3, 2, 1. Frage geschlossen, es wäre General Shepard gewesen. Ah, Alter, klar. Mass Effect Crossover. Frage 11. Durch welchen Begriff wurde die Atombombe in Command & Conquer 3 Tiberium Wars in der deutschen geschnittenen Fassung ersetzt? Was? Durch welchen Begriff wurde die Atombombe in Command & Conquer 3 Tiberium Wars in der deutschen geschnittenen Fassung ersetzt? Atombombe. Ja, dann musst du drücken, wenn das sagen, Peter. OMG-Bomb war das. Also ich kenne auch aus Generals die Moab, aber... Vielleicht ist sie das, ja. Mother of nee, all Bombs. Nee, das war was anderes. Das kam ja mit dem Tarnkappenbomber, meine ich. Wobei, mit Atombombe kannst du, glaube ich, auch mit dem Tarnkappenbomber abwerfen. Also niemand. Dann steht sich auch diese Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Ist das wirklich die Moab? Geschlossen, es wäre die Aurora-Bombe. Ah. LOL? Gewesen. What the fuck? Okay. Atombombe ist so krass, Aurora-Bombe ist okay. Ja, vor allen Dingen, wenn ich an Generals denke, die Aurora-Bomber, die haben ja keine Atombomben abgeholt. Nicht in Generals, in Command Conquer 3 Tiberium Wars. Ja, ich weiß, aber dass die dann den gleichen Begriff für so unterschiedliche Sachen benutzt haben, ist das schon strange. Ist halt leider nicht Tiberians. Mysteriös, ja. Frage 12. Zu welchem Shooter von Crytek wurde jüngst ein Remaster angekündigt? Christian. Crysis. Das ist korrekt. Ach, Crysis 1, cool. Ja. Wenn ich mal was weiß, bin ich so langsam, so eine Scheiße. Frage 13. Welchen Namen tragen die beiden Tassen aus Cuphead? Jetzt beide Namen. Cup und Head. Ja, wahrscheinlich. Ich frage mich jetzt ehrlich, hättest du das gewusst, wenn die Antwort nicht vor dir steht? Natürlich. Natürlich nicht. Auch wenn wir das gespielt haben. Einen hätte ich halt gewusst. Dein. Ja, Cup. Welchen Namen tragen die beiden Tassen aus Cuphead? Bitte beide. Keine Ahnung. Niemand? Dann schließe ich auch diese Frage in 3, 2, 1. Frage ist geschlossen und es wären Cuphead gewesen. Und Mugman. Ah, doch Cuphead. Okay. Ach so, Frage, weil du normalerweise nur den einen spielst, oder was? Ja, genau, der andere wenn ist halt wenn du alleine so der Sidekick, den sich für dich keiner interessiert. Ja, ja, aber dann spielst du halt nur Cuphead. Okay. Frage 14. Wie heißt das Königreich, in dem Dark Souls 1 spielt? Ach du Scheiße. Oh, Christian, Alter. Ja. Alter, wie heißt dieser Abschnitt? Sagen, jo, stimmt. Wenn du quasi von den Viechern getragen wirst und das erste Mal das Königreich in seiner vollen Schönheit siehst. Wie heißt dieses Level denn nochmal? Alter. Ich bin auch gerade, du kommst nach... Lon. Ja, irgendwie so, genau, irgendwie. Jeder. Anor Londo. Ja! Da kommst du zumindest hin. Ich weiß nicht, wie die Welt so heißt. Aber da ja, das hin. Stimmt. Vielleicht ist da erst das Königreich anders. Das Königreich heißt dann anders. Aber zumindest. Ja, Anor Londo ist leider nicht. Also, ich bin da jetzt auch nicht so mit der Aussprache. Weißt du, wenn da so ein kleines Kind gewesen wäre, wäre das okay gewesen. Nee, dann heißt das Königreich anders. Dann habe ich das verwechselt. Vielleicht heißt die Stadt da so. So heißt der Bereich, wo das Schloss ist. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2,
1, Frage ist geschlossen und das Königreich heißt Lordran. 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 Okay, da kann ich mich nicht mehr. Frage 15. Welchen apokalyptischen Reiter spielt man im ersten Darksiders? Jay. Ja! Punkt! Krieg! Das ist richtig. Ja! Oh, das ist geil gewesen, falls tot ist. Frage 16. Wie heißt der Protagonist aus Dead Space 1? Ach du Scheiße. Chris. Isaac. Oder Isaac. Isaac, Isaac, ja, whatever. Oh, Frage 17. Welchen Namen trägt der Müllplanet aus dem Spiel Deponia? Deponia. Ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Chris. Deponia. Das ist so nicht korrekt. Okay, das ist so nicht korrekt. Okay. Planet Deponia heißt er. Nee, ich glaube eher Deponia Planet. Er ist Deponia. Welchen Namen trägt der Müllplanet aus dem Spiel Deponia? Deponia. Ponia. Muss er D wegmachen wahrscheinlich. Ja, das klingt auch irgendwie logisch. Okay, dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Deponia. Frage geschlossen. Die Antwort wäre Deponia 17 oder 17. Oh. Ah. 17! Ja, wuh. Frage 18. Das ist kompletter Bullshit, was ich gerade erzählt habe. Was? Das war die 17. Frage. Das war die 17. Frage. Damit bekommt Christian natürlich die Punkte und ist damit auf 24 hoch. Und Jay muss sich leider einen Punkt wieder wegnehmen, genauso wie Sepp und Peter. Zumindest bei welcher Frage wir sind. Frage 18. Oh, jetzt kommt Frage 18. So, das wäre ein cooler Name für den Planet gewesen. Der Müllplanet heißt natürlich Deponia aus dem Spiel Deponia und nicht Deponia 17. Frage 18 jetzt, ja? Welche zwei Charaktere kann man in Dishonored 2 spielen? Komm, oh, auch mal coole Spiele. Mann, ach, komm, also. Mir reichen die Vornamen. Achim und Dick Helmut. Und doof. Das ist echt belastend. Braumat hat Let's Play, ne? Ja. Ich hätte das nicht gewusst. Hast du auch Dishonored 2 Let's Play? Ich hätte das nicht gewusst. Ich hab dazu ein bisschen gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob ich Let's Plays habe. Let's Play habe. Ich glaube, ich aber die Nachnamen sagen noch als Tipp. Ja. Der erste heißt mit Nachnamen Atano und die zweite heißt mit Nachnamen Caldwin. Warte, also irgendwie so britische Namen, so Catherine. Ja, die heißen beide Karl. Aaron, Atano der und Katharina. Karl, Atano und Karl. Karl und Karl. Ja. Aber ansonsten schließe ich die Frage auch gerne in 3, 2, 1. Frage geschlossen. Es wäre Corvo Atano gewesen und Emily Caldwin. Mhm. Nenne eine. Frage 19. Nenne eine der Rassen aus Divinity Original Sin 2 außer. Christian? Menschen. Zwerge. Ah, außer Mensch. Außer Mensch und Elf. Ja. Oh, nein! Oh, oh. Ich hab gerade überlegt, Elf zu sagen. Dann Frage 20. Auf welchem Planeten spielt das 2016 erschienene Doom? Oh Christian. Nein. Auf dem Mars. Auf dem Mars? Das hätte man wissen können. Das hätte man wissen können. Frage 21. Welche Ikone fällt durch seine markanten Sprüche wie I've got balls of steel auf? Jay. Duke Nukem. Das ist auch richtig. Frage 22. Wie heißt das? Wie heißt der mythische Daedra-Kult in The Elder Scrolls Oblivion? Oh, oh, das ist auch lange her. Die gingen einem auf jeden Fall hart auf den Sack. Oh, das sind die, die die Portale immer gespawnt haben, ne? Überall was auf der Welt. Was für Fragen, Alter. Von Spielen von 1900 irgendwas. Das ist alles dabei. Ach, nehmen wir mal. Es ist krass. Ja, natürlich ist das ein geiles Spiel, aber also war damals wie ein gutes Spiel. Wie heißt der mythische Daedra-Kult in The Elder Scrolls Oblivion? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Daedra-Kult. Ja, das hat man einmal gespielt und dann nie wieder. Dann schließe ich die Frage in 3. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Schon. Geschlossen. Die Antwort wäre mythische Morgenröte.
Frage 23. Welches Rollenspiel veröffentlichten die Lionhead Studios und Xbox Game Studios? Black Jay? And White. Peter? Fable. Oh. Mann! 2004 für die Xbox. Frage 24. In welchem Simulator aus 2014 spielt man eine Ziege? Der Goat Simulator. Das ist manchmal richtig. Bin ich auch war echt meine, langsam im Rage. Ja, Strafe, ey, ohne Scheiß, ich bin immer so langsam, langsam manchmal. Das ist die Wärme. Frage 25. Welchen ikonischen silbernen... Entschuldigung. Welche ikonische silbernen Waffen nutzt Agent 47? Oh. Christian. Wie heißt denn das? Hier so Handfeuerwaffen, die... Die schallgedämpften Silverballer. Silverballer. Heißt die Silverballer? Ja. Krass. Die haben, okay, weil krass. Ich glaube, die haben keine Waffenlizenz in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob die jetzt so eine bestimmte, irgendwie so Heckler und Koch oder sowas heißen. Mhm. Frage 26. In welchem Land ist die Spielwelt von, welchem Land ist die Spielwelt von Jade Empire nachempfunden? Fett. Peter. Japan. Christian. China. Tut mir leid. Belastend. Frage 27. BioWare-Spiel. Welches Tier ziert das Cover von Jurassic World Evolution? Jay. T-Rex? Hätte ich jetzt auch einfach gedrückt. Jurassic Park, hä? Scheiße. Ich konnte nur, also wenn ja, dann ein Tier, dann der T-Rex. Also was... Ich wusste halt nicht, ich wusste im ersten Moment nicht, ob du einen T-Rex überhaupt in dem Ding hast. Deswegen hätte ich jetzt erstmal. Das wäre ein Skandal, wenn du in Jurassic Park halt T-Rex bauen könntest. Das ist doch eines der schwierigsten Tiere, was du halten kannst. Jurassic World. Frage 28. Oh, ja. Wie viele Fälle müssen in L.A. Noir gelöst werden? Alter. Ach du Scheiße. Tipp, nicht 28. Danke. Sepp. 29. Nee. Komm, du musst es versuchen. Fehler. Einer. Nee. Schade. Also, ich auch kurz mitgedacht, dass du einen Hauptfall löst. Ja, genau. So kleine. Oh, das habe ich gespielt damals. Das war echt gar nicht so schlecht. Ja, die klingelt kurz. Ich gehe ganz kurz zur Post. Die Performance war doch da am Anfang total Müll, oder? Hab ich das richtig im Kopf? Kein Plan, Mann. Dass es da so ein Patch geben musste, damit man das überhaupt, also damit ich das überhaupt vernünftig spielen konnte, da war ich schon so abgefuckt, dass ich es gar nicht viel weiter gespielt habe. Also, war das so damals? Ich hatte auf jeden Fall irgendeinen Fehler bei diesem Spiel, dass ich ab irgendeiner Stelle nicht weiterspielen konnte, irgendwie sowas. Ich fand es immer super schwierig, wenn du musstest anhand der Gesichtszüge erkennen, ob der gerade gelogen hat. Und ich dachte mir immer so, Alter, was? Weil der jetzt im Auge gezuckt hat oder wie? Ja, das ist sein Zeichen. Das ist sein Zeichen, wenn er lügt, Junge. Augenzucken ist doch ganz klar. Ich hab da leider nie gespielt. Könnte es auch Blinzeln nennen. Also die Fälle waren cool, aber die hatten ja auch so eine Open World dabei, wo du mit dem Auto rumgefahren bist, das hätte man sich komplett schenken können. War eher öde, ne? Das habe ich in den Tests damals auch gelesen. Ja. Auch so, dass du da dann Schießereien auf einmal teilweise hattest, war wohl auch nicht so ganz passend eigentlich. Und soll wohl nicht so gut umgesetzt gewesen sein. Wobei über die Technik waren ja viele echt begeistert. Ja, die Gesichter sahen halt krass aus. Also, war schon cool. Ja. Schießereien sollte doch GTA, also Rockstar, hinkriegen. Ja, aber das hat das, also weil, woran ich mich erinnern kann, dass Leute kritisiert haben, dass das so thematisch nicht so wirklich gepasst hat, weil du ja eigentlich dieser zurückhaltende Detektiv bist, der durch Gespräche Fälle löst und dann das dann sehr unrealistisch ist, dass dann auf einmal so fette Schießereien. Seid ihr aufkommen. Zu einem Ergebnis gekommen? Das können alle nicht wissen. Nee. Gut, dann schließe die Frage in 3, 2, 1. Komm, es waren 27. 21. Ja. Frage 29. Wie viele Lego Harry Potter Spiele gibt es außer die Kollektion? Eine ganze Menge. Sepp. 8. Und jetzt für jeden Teil einen. Jay. 7. Was? Nicht 7? Okay, krass. Jay, noch 6. 5. Viel mehr. 4. Christian. 3. Nee, viel mehr, Leute. 9. 10. 11. Wenn das jetzt 2 werden, lache ich. 2. Ja, als ob! Viel mehr!
Nice. Zwei Lego Harry Potter Spiele, und zwar die Jahre 1 bis 4 und die Jahre 5 bis 7. Oh nein. Oh, what the fuck. Als ob. Ich hatte im Kopf, Bram, das war übrigens gar nicht 11.17 Uhr, ne? Fällt mir gerade auf. Nee, das stimmt, aber zu früh. In der Zukunft. 11.14 Uhr kam er schon. Ja, Bram hat nämlich eine E-Mail gekriegt, dass sein Paket 11.17 Uhr kommen wird. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja. Nein. Frage 30. Oh, welche Farbe hat der Mantel der Spielfigur in Little Nightmares? Was ist das denn? Das ist ein Computerspiel. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Das war ganz cool, Jay. Das Spiel. Purpur? Ne, das ist leider nicht korrekt. Ich guck mir selbst das Spiel mal an. Das ist ganz cool. Aber was ist denn das? Das ist dann so ein, sieht ein bisschen aus wie ein Indie-Spiel. Du spielst so ein kleines Ding. Ja. Beste Beschreibung. Rot. Ja. Grün. Schwarz. Nee. Fuck. Okay, dann schließe ich ansonsten die Frage in 5, 4. Da habe ich mal reingeguckt, das hat mich aber überhaupt nicht gehuckt. 1, Frage ist geschlossen. Die richtige Antwort wäre gewesen gelb. Frage 31. Gelben Oma, ey. Wie viele Personen können in Magicka maximal zusammenspielen? Nein! 4. Das haben wir gespielt. Ja. Frage 32. Welchen Namen trägt das bekannte Raumschiff aus Mass Effect 1? Oh, komm. Das tut weh, Peter, ne? Ja. Normandy. Das tut in der Tat weh. Zu langsam. Frage 33. Mit welchem gefiederten Begleiter zieht ihr in Ori and the Will of the Wisps stellenweise durch die Welten? Oh, kacke. Keine Ahnung. Ja, aber wie heißt der? Das ist der neue Teil, ne? Eule. Ja, genau. Aber wie heißt der? Oder die Eule, das Kind. Scheiße. Ach, Sepp hat das ja auch gespielt. Ja. Aber war echt ganz cool. Ein bisschen frustrierend manchmal. Ich schreibe mal den Mauszeiger vom Buzzer runter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oily habe ich die immer genannt, liebe Freunde. 1. Gut, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Kuh wäre der Name gewesen. Kuh, die Kuh. Eule. Puh? Kuh. Oder Plu. Wie viel Haar hat das Kuh? Puh? Keins. Okay. Plu? Es wird geschrieben mit K-U. Warte mal, wie viel Haar hat das Kuh? Ja, das war eine Anspielung. Verstehen nur Insider. Hat mich bepisst vor Lachen. Egal. 34. Fand's gut. In welchem fiktiven Staat spielt Papers, Please? Oh... Irgendwann mit Tarn am Ende, glaube ich. Ja. Nix mit Tarn am Ende. Oh, so scheiße. Peter so wollte uns nur baiten, wetten. Irgendwann hat man einfach nur am Tisch gehauen und gesagt, du denied. Abgelehnt. Ja, scheiße. Ich kann... Glorious State of... Astrovia. Ja, irgendwie soweit. Als ob... Das wäre stark. Ich meine, das war irgendwie so ähnlich. Irgendwie in die Richtung ging das. Ja. Boah, das ist... Respekt, wenn das stimmt, aber da Bram nachgucken. Nee, leider nicht. Ich wollte gucken, ob es vielleicht noch eine deutsche Sache gibt, irgendwie, aber... Das Spiel gibt's gar nicht auf Deutsch, oder? Ja, deswegen habe ich nachgeguckt, weil in der englischen Version heißt es definitiv anders und deswegen wollte ich aber zumindest nachgucken, ob es vielleicht eine deutsche Variante gibt oder so, wo es so heißt. Okay. Also sehr, das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Ich schließe die Frage einfach mal in 5, 4, 3, 2, 1. Frage geschlossen. By the way, Papers, Please, könnt ihr bei uns auf dem Kanal gucken. Ich habe das Let's Played damals. Und der Glory-Start heißt Arstotzka. Oh. Arstotzka. Wie schnell man mit ein bisschen Macht doch zu... Naja, also das... Das wird sehr schnell zu einem ausufernden Spiel, weil man mal ein bisschen Macht hat und Leute ablehnen kann. Ein bisschen erschreckend. Frage 35. In A Plague Tale setzen welche Tiere dem Spieler regelmäßig zu? Jay. Ratten. Ah ja, stimmt. Jay war echt. Scheiße, ich dürfte halt kann auch nicht wahr sein.
Du solltest nicht abschalten. Quiz solltest du nicht abschalten. Ja, ich habe Plague Tale gehört und habe mich schon gedacht, Alter, habe ich ja, nicht gespielt, keine Ahnung. Ich auch, Peter, ja, ich auch. Und so, scheiße, warte, aber das da kam so eine easy Frage. Das ist irgendwie wieder, wie heißt die Charaktere, Alter? Nee, das kommt jetzt. Frage 36. Wie heißt die gruselige Familie aus Resident Evil 7 mit Nachnamen? Ach, keine Ahnung, wie die heißen. Geiles Spiel, Alter. So ein Scheiß merkt man sich nicht. Tja. Die war auf jeden Fall gruselig, die Familie. Da möchte ich auch nicht unbedingt eingeladen werden. Beste VR-Spiel, weil ich je gespielt habe. Da du denn VR gespielt hast, Alter. Ich würde mich richtig hart einscheißen. Ja, nur am Anfang. Keine Ahnung, wie die heißen. Das Schlimmste war, wo du einmal durchs Haus durch bist, quasi so im Kreis, dann wieder dahin kamst, wo du dachtest, jo, ist alles klar, dann guckst du mal kurz in den Keller, ach, da ist nichts, und plötzlich steht die irgendwie mit so einer Kettensäge oder so einem Scheiß hinter dir. Da. Gott, das klingt wie ein Albtraum. Du musstest doch nachher auch vor der Oma immer flüchten, die ist dann immer hinter dir hergedackelt da in ihrem Bereich. Das war auch sehr geil. Schließt die Frage einfach mal in 3, 2, 1. Schon lange nicht mehr dran erinnert. Frage geschlossen. Baker wäre der Nachname gewesen. Ah ja, Bakers. Eine Frage 37 mit 2 möglichen richtigen Antworten. Also ihr müsst nur eine von beiden nennen. Ja oder nein? Wo startet das Rollenspiel Risen? Immer so Schmutzspiele. Ehrlich? Risen habe ich gespielt. Es kommt durch, bislang keine Gothic-Frage, aber es kommt Risen. Ja, der beste Gothic-Teil. Wer auch immer die eingeschickt hat, ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Aber Sven. Okay, Sven, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das konntest du vorher, glaube ich, auch nicht. Ja, das stimmt. Boah, das weiß ich nicht mehr. Man konnte seinen Startpunkt auswählen bei Risen? Konnte man da irgendwas einstellen bei der Charakter? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also das, ich bin damals so in einem geil. Wald gespawnt, habe 10 Minuten gespielt und war danach abgeturnt von dem Spiel. Risen 1 war gut. Wo startet das Rollenspiel Risen? Niemand? Dann beende ich die Frage in 3, 2, 1. Jay? An einem Strand. Wäre Wald auch richtig gewesen? Nee, die andere Sache gewesen, wäre gewesen. Du an einem, auf du dem Schiff. Doch genau, du wirst doch zerstört. Und von diesem Kraken und dann landest du am Strand. Genau, und das ist eine Frage der Definition, wie man den Spielstart definiert, weil das erste Mal steuern kannst du am Strand, die Anfangssequenz beginnt aber auf einem Schiff. Deswegen haben wir beides zählen lassen. Okay. Frage 38. In welchem Land spielte das allererste Total War? Ach. Jay. Ja, jetzt ist es Italien, Rom. War doch das erste Total War Rome. Hä? Ich nicht? Sepp. Ägypten? Tja, wo spielte das erste? Total War Rome. Das ist das erste, was ich damals gespielt habe. In England spielte das erste. Ich meine auch, aber... Krass, es gab davor noch ein Total War? Oder spielte Total War Rome vielleicht gar nicht in der Nähe von Rome? Doch, da spielte sehr sicher in Rome. Du konntest Europa spielen halt, aber... Ja, was passt denn noch so? Ja, ich probiere auch nochmal was. Ja, probier mal was. Griechenland? Nee. Nee, das nicht. Total War. Kann ich das gar nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass Total War Rome definitiv nicht mal der erste war. Also, logischerweise nee, nicht. Nee, das war auch nicht der erste, oder? Ich wollte gerade gucken, ob der wievielte Teil der Reihe es wäre. Ah, es ist der dritte Teil gewesen. Krass. China. Nee, auch nicht. Aber ansonsten. Das passt halt gar nicht. Was macht denn da Sinn? Sonst schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Frage geschlossen, der erste Teil hieß Shogun, Total War. Das war echt Shogun? Ach scheiße. Erschien 2000 und spielte in Japan. Nein, ach verdammt. Ich dachte, Rome wäre vor Shogun rausgekommen. Fuck. Oh. Kurz überlege ich, ob ich noch Lord als ATS-Spiel, Frage 39. Welches Action-Adventure von Crytek erschien als Exklusivtitel zur Markteinführung der Xbox One im November 2000? Peter? Rise. Ah ja, stimmt. 13. Das komische Spiel. Rise. Das stimmt. Crytek hat noch mehr als Crysis und Far Cry gemacht. Frage 40. Dieses eine Action-Adventure, was nicht so gut war. Welchen bekannten Diktator durften Vorbesteller von Sniper Elite 4 in einer Bonusmission jagen? Hitler. What? Das war Adolf Hitler. Hat Peter nicht gemacht? Fuck. Peter hat doch das Spiel gespielt.
War nicht Christian, der da sagt? Ah ja, lag, oder Christian und so war das. Und lag dann so, ich meinte so, wisst ihr noch dieses Gefühl, andere Leute... Nee, das Leute war Mad Max. Sich, das war ein Mad Max mit dem Sniper. Ich habe nämlich wieder Sniper Elite mal... Ich habe das einmal gespielt für ein Video, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da gegen Hitler gekämpft habe. Nee, ich wusste nur, du kämpfst gegen Nazis und dann war das irgendwie naheliegend. Frage 41. In welchem Spiel streift Protagonist Stanley durch ein Bürogebäude und wird dabei von einer unterhaltsamen Erzählerstimme begleitet? Peter. Stanley's Parable. Was? Ja, Stanley Parable. Was ist das denn? Das ist ein Spiel, wo du mit Stanley durch Bürogebäude streifst und davon eine unterhaltsame Erzählerstimme begleitet wirst. Also, ich bin mal gespannt. Echt belastend, wenn man Sachen kein weiß, Gothic, nicht schnell genug kein Richard. Ja, das ist also so häufig. Kein League of Legends. Ey, Gothic mit dem Scheiß. Juckt doch keine Sau, ey. Ohne Spaß. Vier Spiele. Gothic interessiert die Spielwelt einfach nicht. Man muss ja nicht nur vier Spiele kennen. Nee, aber das sind schon sehr wichtige Spiele. Ja, für dich. Ja, eben, für dich. Aber ist auch egal, das geht ja hier nicht um FIFA, die 50 Witcher bekanntesten halt Spiele oder Final sowas. Fantasy. Das ist halt allgemein alles Mögliche. Man muss nicht die weißt wichtigsten wie, Spiele hier drin haben. Kein Formel 1. 40 Jahren rausgekommen. Kein Formel 1, ja. Frage kein 42. Wen rettete Meat Boy aus den Fängen von Dr. Fötus? Oh, weil Scheiße. Tja, wie hieß die? Weiß ich auch nicht mehr. Oder rettet. Muss ja nicht rettete sein. Man kann es auch jetzt erspielen. Peter. Meat Girl. Nee. Bloody Mary. Nicht schlecht. Wen rettet Meat Boy aus den Fängen von Dr. Fetus? Was ein Name, oder? Ja, ich hätte gerne den Charakternamen, ja. Das ist jetzt nicht. Ich gebe mal noch einen Tipp. Die das ist Prinzessin. Jetzt nicht so was wie Jennifer Aniston, ja? Sondern das ist schon. Das passt auch zu den restlichen Namen. Okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Frage geschlossen. Es ist Bandage Girl. Bandage Girl, Alter. Ketchup. In welchem Spiel, in Frage 43, in welchem Spiel aus dem Jahre 2016 geht die Zeit nur dann nicht in Zeitlupe weiter, wenn der Spieler sich bewegt? Ah. Peter. Super hot. Mann, Peter, ey. Stimmt. Kein geile Mario. In VR ist das Spiel noch cooler. Frage 44. Auf welchem Splinter Cell Cover ist Sam Fisher auf einem Polizeifoto zu sehen? Sepp. Splinter Cell 3. Was? Die hießen doch gar nicht 1, 2, 3. Moment. Ja gut, es gibt alle Teile, also. Ja, aber die hießen nicht 1, 2, 3. Ja, keine Ahnung, ist egal, ist der dritte Teil. Ein Polizeifoto. Peter? Splinter Cell Conviction. Splinter Cell Conviction ist es nicht. Belastend. Kein Plan, Mann. Black Mamba. Splinter Cell 8? Wie hießen die denn noch sonst alle? Achso, und jetzt wurde bekannt, dass Splinter Cell. Okay, Christian? Pandora Tomorrow. Nee, auch nicht. Dammit. Dying Another Day. Cool. Das war eins der ersten Spiele mit einem richtig geilen asynchronen Multiplayer. Das war doch 3, oder nicht? War das nicht? Pandora Tomorrow war Teil 2. So, scheiße. Splinter Cell 4. Splinter Cell 4. nee, auch nicht. Oh, verdammt, Splinter 5. Probier es mal mit Splinter Cell 5. Splinter Cell 5 Double H. Nein! Als ob es nicht die Zahl zu sagen. Naja, ist ja welcher Teil, war die Frage. Das ist ja sehr eindeutig. Teil 5. Frage 45. Wie viele Tropico-Spiele gibt es? Ach komm, Sepp. Fuck. 6. Auf 46. Welcher Buchstabe ist auf dem Cover des Action-Rollenspiels Vampire in rot V. Hat. J. M. Okay, Peter. War die Frage schon zu Ende? War die Frage schon zu Ende gestellt? Nee. Was war die Antwort? Y wäre die richtige Antwort gewesen. Welcher Buchstabe auf dem Cover des Action-Spiels des Action-Rollenspiels Vampire ist rot hervorgehoben? Ach so, dieses Vampire. Ich dachte die ganze Zeit an das Masquerade-Spiel gedacht. Oh ja, das ist ja. Ja, hab ich auch dran gedacht so. Deswegen ja. Hä? Stimmt. Ja, ist halt wird nicht. Wird das dann mit Y auch geschrieben irgendwie? Ja. Ja. Und zwar hinter dem P. Anscheinend, sonst geht das ja nicht. Ja. Vampire. Dein Y ist einfach so random auf dem Cover. Ja, keine Ahnung.
Das Spiel sollte nicht so ganz so geil gewesen sein. Frage 47. Wie heißen die beiden Hauptspiele aus dem Jahre 2014 und 2017 von Wolfenstein? Wie hießen die beiden Hauptspiele aus dem Jahre 2014 und 2017 von Wolfenstein? Christian. The New Order und Colossus. Ja. Ist leider so nicht richtig. Tut mir leid. Ist eines davon vielleicht dieses ja, ist es. Wolfenstein 1,5 quasi? Da war ja noch eins dazwischen. Nee. Das hieß auch, das war auch länger. Das hatten wir letztens bei Pixelbilder hatten wir da. Das hatte einen neuen, längeren Namen. Nee, das ist neuer. Das ist das mit den Kindern. Das war das neue, okay. Ja, wie hieß der Wolfenstein 2 denn? War das eine New Order? Kein Plan, Mann. Wie hießen die beiden Hauptspiele aus dem Jahre 2014 und 2017 von Wolfenstein? Ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Dammit. Die richtige Antwort wäre gewesen The New Order. And The New Order? Ja, The okay. Hätte ich noch wegstreichen lassen, aber bei Colossus ist es nicht richtig, es ist New Colossus. Okay, dann warst du wirklich sehr nah dran. New Colossus, scheiße. Was war denn der zweite Teil? New Colossus oder was? Das weiß ich nicht. Gehe wirklich von aus, dann wahrscheinlich, dass das der zweite drin war. Weitere Informationen stehen hier leider nicht. Frage 48. Welche drei Klassen spielt man im Action-Puzzle-Spiel Trine? Ach du Scheiße. Oder haben wir zusammengespielt? Ja. Weiß ich. Das war sehr lange her. Hätte ich nicht gewusst. Moment, Magier, Bogenschütze und Krieger. Nee. Hm. Nee. Nee. Zu billig. Also, alle drei Begriffe waren falsch. Den Tipp gebe ich. Oh. Also, ich meine, die Klassen sind aber richtig beschrieben. Also, das sind die drei Klassen, aber die haben offenbar auch, eine Klasse wäre, die kann vielleicht Fernkampf machen, aber die wird zumindest ganz anders dann hier beschrieben. Okay. Ja, die wird nicht mal ansatzweise zum Beispiel. Ja, nee, ich gebe. Ja, nee, das sag ich nicht. Die Beschreibung einer Klasse lag ganz weit daneben und zwei waren schon okay dran. Niemand? Nahkampf, Fernkampf und Zauber. Ich weiß nicht, wie die Namen heißen. Das ist eine gute Sache. Okay, da schließt die Frage 3, 2, 1. Es gab den Zauberer, mit Magier hätte ich okay gefunden, Ritter mit Krieger auch, aber der letzte ist der Dieb. Oh. Dieb hieß der. Ich hatte auch der voll Fernkampf im Hinterkopf. Der ist dann aber zu weit weg. Ja, das stimmt. Frage 49. Wie heißt der Teil, der 7 Jahre nach Prince of Persia The Sands of Time spielt? Fuck. Das waren Brams Games. Ich fand die alle crap. Nein, waren die überhaupt gar nicht. Die waren cool. Das heißt, ergo suchen wir Teil 2. Ich gebe euch noch als Tipp, Teil 3 wäre The Two Thrones gewesen. Wie hieß der andere Teil? War das nicht irgendwie? Wie heißt der Teil, der 7 Jahre nach Prince of Persia The Sands of Time spielt? Also wir suchen Teil 2. Teil 3 war dann The Two Thrones. Also irgendwas mit Sand und Zeit hätte ich noch hingekriegt, aber wenn das der erste Teil war. The Sands of Time war der erste Teil, ja. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Frage ist dann geschlossen, es wäre Warrior Within, also Prince of Persia, Warrior Within gewesen. Und die letzte Frage, Frage 50. In welcher Stadt spielt GTA 3? Sepp. Fuck. New York. Nee. Peter. Ach, Peter! Liberty Mann, City. Das Liberty ist Liberty City. City. Das ist richtig. Damit gewinnt Christian knapp vor Peter mit 73 Good job, Punkten. Christian. Sehr stark. Peter hat 68, Jay Dritter mit 50 und Sebastian ist leider Letzter mit 45. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es gerne wissen mit einem kleinen Daumen. Cool. Wir sind zu einer neuen Folge von 50 Fragen irgendwas und Game of Thrones haben wir nicht vergessen. Das kommt noch. Bis dann. Danke, Sven. Tschüss. Ciao.